Ostern, Freunde, und ganz herzlich willkommen zum Retro-Sonntag. Ich dachte mir, irgendwas Passendes zu Ostern muss her, irgendwas mit einem Hasen. Und ich wurde fündig, wir spielen Bugs Bunny Crazy Castle für das Nintendo Entertainment System. Das Spiel kenne ich nicht so gut, aber ich kenne die Gameboy-Version in- und auswendig. Und das Schöne ist, die Versionen sind eigentlich so gut wie die gleichen. Deswegen werde ich hier gut zurechtkommen. Wir müssen einfach in jedem Level alle Karotten einsammeln und so kommen wir ins nächste Level. Es gibt insgesamt 80 Level in dem Spiel. Keine Angst, wir werden sie nicht alle zeigen, aber ein paar werde ich mal anspielen. Los geht's mit Level 1. Das Spiel hat eine Passwortfunktion und ich habe mal geguckt, es sind dieselben Passwörter wie in der Gameboy-Version. Das ist schön, denn da habe ich sogar noch einige im Kopf. Unter anderem das Passwort des letzten Levels. Okay, wir können hier die Treppen hoch und runter gehen, ne? Ihr seht das schon. Und diese seltsame grüne Kreatur ist Silvester. Ich weiß nicht, warum der grün ist. Es sieht ein bisschen aus, als spiele ich das Ganze auf dem Super Game Boy und habe eine falsche Farbpalette gewählt. So, wir haben hier einen Safe. Vielleicht können wir, na? Yeah! Das ist gut. Gelingt nicht so oft. Ja, mit diesen Tools wie Kisten, Holzkisten und so weiter können wir... Ah, komm. Bam! Wow, ist ja irre. Das gibt natürlich die meisten Punkte. Da unten liegt noch ein Boxhandschuh. Den können wir einsammeln und dann Silvester den Garaus machen oder anderen Gegnern. Der ist ganz gut, wenn wir eingeengt werden in eine Sackgasse. Was in diesem Spiel sehr häufig vorkommt. So, eine Karotte haben wir noch. Komisch, warum die Farbpalette so seltsam ist. Weiß nicht warum. Aber egal. So, er macht Leibesübungen. That's all, folks. Bugs Bunnys berühmter Spruch, ja. So, Level 2. Zu Gast ist übrigens heute nicht Elchi, sondern Hasi. Passend zum Fest, ne? Und... ich kann euch schon mal versprechen, Hasi wird den heutigen Tag nicht überleben. Denn er wird nachher vernascht werden. Habe ich einen Handschuh? Ja, habe ich. Bam! Sorry, da waren wir jetzt einfach mal danach. In der Serie fand ich Silvester immer sehr nett. Dafür habe ich Tweety gehasst wie die Pest. Aber hier im Spiel ist Silvester mit der lästigste Gegner, denn es ist der einzige, der die Treppen auch hoch und runter gehen kann. Bisher haben wir ja nur Silvester gesehen, aber es kommen dann auch noch andere Gegner dazu mit der Zeit. Josmie Sam zum Beispiel oder der Coyote kommt noch. Und wer kommt denn da noch vor? Weiß gar nicht. Sind das die einzigen? Ne, irgendeiner kommt noch drin vor. Ich weiß aber gerade nicht mehr welcher. So... oh nein, ich glaube, das ist... verschwinde, du blöde Katze! Das war das, was ich gemeint habe. Da braucht man eigentlich den Boxhandschuh. Um sich hier aus höchster Not retten zu können, aber... ich habe ihn ja schon vorher verplempert. So, gucken, ob der jetzt hier hochkommt. Nö, er kommt nicht. Umso besser. Ja, Bugs Bunny ist, obwohl er ein Hase, oder kann, obwohl er ein Hase ist, nicht springen. Finde ich ein bisschen komisch. Er kann nur laufen. Und das auch nur in derselben Geschwindigkeit. So, da ist ein Eimer, den können wir auch auf Silvester werfen, wenn wir es können. Okay. Hey, zwei Boxhandschuhe. Cool. So, Vorsicht jetzt und... kawum und kawum. So, zappel, zappel, zappel. So, jetzt kann nichts mehr passieren. So, und die letzten zwei Karottchen. Wie gesagt, zum Zugucken ist das Spiel jetzt nicht so interessant, aber es macht schon Spaß, selbst zu spielen. So, gucken wir mal. Level 3. Du. Man könnte meinen, es gibt nur diese eine Musik, aber es kommen dann, glaube ich, noch mehrere. Und da sehen wir eine Flasche mit magischem Karottensaft. Genau, der macht für einen kleinen Augenblick unbesiegbar. Komm schon. Das war zu spät.
Ich kann mich erinnern, in der Gameboy-Version war man deutlich länger unbesiegbar. Ness ist jetzt für die Experten gewesen. Obwohl ich den Eindruck habe, das Spiel insgesamt läuft auf dem Ness ein bisschen langsamer. Am Gameboy ist man da schneller durch die Gegend gerusht. Okay, das ist ja wirklich sehr kurz. Also auf dem Gameboy war das doppelt so lang, mindestens. Harte Bandagen, okay. Mal gucken, ob ich ihn treffe. Skillshot. Perfekt. Von dem Spiel gab es auch noch zig Fortsetzungen. Also ich glaube, es gab Bugs Bunny Crazy Castle 2, Crazy Castle 3, 4 und ich glaube sogar noch 5. Anscheinend war das so erfolgreich und ja. Aber die anderen, die kenne ich nur aus anderen Videos. Selbst gespielt habe ich die noch nicht, aber vom Prinzip sind die ziemlich ähnlich wie das hier. Und alle sind aus dem Hause Kemco, die auch das Garfield Gameboy Spiel gemacht haben. Das habe ich ja auch schon mal gespielt vor langer Zeit. Und war eins der eintönigsten Let's Plays, die ich je gemacht habe. Würde ich heute auch nicht mehr so machen. What? Nee! Uhr! Silvester! Oh, ich glaube, ich sollte das erstmal lassen. Sammle lieber mal da oben den Karottensaft ein. So, jetzt bist du dran, Katze. So. Okay. Das Schöne ist, wir kriegen jedes Mal ein Leben, wenn wir ein Level geschafft haben. Und wir haben bereits jetzt 7 Stück. Da dachte man immer, Katzen hätten 7 Leben. Nein, auch der Haas. Oh, und endlich sehen wir mal einen neuen Gegner da oben. Josemith Sam. Der kann zum Glück nicht durch die Treppenhäuser gehen, sondern nur... Das war gut. Der läuft nur ganz linear da rum. Sollte... Man kann die auch immer ein bisschen weglotsen, ne? Gehe ich jetzt hier lang, geht auch Sam da lang. So, mal gucken, ob ich den bekomme. Und... Yes! Okay, Silvester geht hier hoch. Das ist gar nicht so leicht. Das, obwohl wir erst im Level 5 oder so sind. So, wir gehen auch gleich mal in ein späteres Level. Und natürlich ins letzte. Das wollen wir ja auch nochmal sehen, wie das Ganze endet. Das hat sich seit frühester Jugend oder seit frühester Kindheit, muss man schon sagen, in mein Gedächtnis eingebrannt. Das letzte, das Passwort für das letzte Level bei Bugs Bunny und bei Garfield. Bei Bugs Bunny hier ist es XHO2 und bei Garfield war es FNDG. Da gab es übrigens 40 Levels nur, aber die waren deutlich schwerer als hier. Garfield war dann auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Da konnte man auch springen. Oh, das ist Duffy, genau. Den habe ich ganz unterschlagen. Duffy ist ja auch noch... Oh! Die Unbesiegbarkeit, die ist voll kurz in dem Spiel. Ich bin da immer noch die Gameboy-Variante gewöhnt. Ich achte da nicht, dass er nicht mehr blinkt, ich Idiot. Sollte man mal machen, ne? So, da ist ein Burgshandschuh. So. Tschüss, Ente. Alles hat ein Ente, nur Daffy Duck hat zwei. So. So. Langsam wäre es mal Zeit für eine andere Musik. Beim Gameboy war es irgendwie mehr. Da gab es mehr verschiedene, kann das sein? Da waren auch die ersten Levels mit einer anderen Musik unterlegt. Oder endlich! Die ist cool. Das ist die Gefahrenmusik. Endlich auch mal ein Level mit einem neuen Prinzip, nämlich Röhren, ja. Da haben wir mal ein bisschen bei Super Mario kopiert. Wir können hier durch Röhren kriechen. Aber nicht nur ich, sondern auch, zumindest Silvester kann es auch.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Das war knapp, Freunde. So, komm schon, Katze. Ich will den Boxhandschuh und die Moorrübe. Dankeschön. Aber die Farbpalette sieht wirklich strange aus. Komisch bunt. Wie eine falsch eingestellte Farbpalette auf dem Super Game Boy. Und, nein! Zu früh, zu früh, zu früh. Die Katze hat etwas länger gebraucht. Oh, 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 ah, verdammt. Blöder Silvester. So, wir können uns übrigens in den Röhren begegnen. Da passiert lustigerweise nichts. Und auch in solchen Treppenhäusern. Das ist ohne Konsequenzen zum Glück. Blöder Silvester, verschwinde. Oh, Mann. Er macht mich wahnsinnig. Okay. Oh, kenne ich ja gar nicht, diese Musik. Let's go, Fox! Das war das erste schwere Level. Level 8. Da-da. Da-ba-da-da. Das kenne ich ungefähr auch noch vom Game Boy. Gibt es auch ein Level mit fast demselben Aufbau. Oh, nee, ich glaube, den muss ich killen hier, Silvester. Der läuft ein bisschen... Oh, der Kojote! Hi! Kojote mit Sonnenbrand! Na, vielleicht gelingt's mir. Und schlecht, schlecht, schlecht. So, das Level versuche ich jetzt nochmal so zu schaffen. Dann gucken wir mal in eins der späteren Levels. Oh, uiuiui. Bist du wahnsinnig. 10 Tonnen Gewicht. Komme ich jetzt aber nicht hin von hier aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, der Frustfaktor fängt hier sehr früh an. So, oh Gott. Ah, Karottensaft. Okay, dann schwiegst du die Katze hier umbringen. Und den Kojoten. Yes! Und Boxhandschuh für die andere Katze. Tschüss! So, jetzt wird gemetzelt hier. Tja, ja, sie haben es nicht anders gewollt. Ich hab sie gewarnt. Unterschätzt nie die Macht des Hasen. So, ich glaube, wir haben alle gekillt. Jetzt brauchen wir nur noch die letzte Karotte. Karotten? Mehrere? Oh, sind richtig viele hier. So, und jetzt gucken wir gleich mal in ein späteres Level. Damit nicht auch der letzte noch wegschaltet und... Yeah! Toll! Er steht in der Luft und macht Sit-Ups. Finde ich gut. So, Freunde, jetzt sind wir mal ein bisschen... Oder jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe noch ein Passwort im Kopf außer dem Endlevel. Und das ist STWZ. Stwitz! Ups, hoppala. Und das ist, glaube ich, irgendwie Level 18 oder so. Genau. Da wird es schon deutlich schwieriger. Och, ja. Selbe Musik, selber Levelaufbau. Hat man ein bisschen, ja. Sehr! Cool. Der Sam. Man hat sich ein bisschen wenig einfallen lassen, was jetzt die den Abwechslungsreichtum der Levels angeht. Aber damals hat man das trotzdem rigoros gespielt bis zum Schluss. Und es gab wirklich da Levels, die waren sowas von frustrierend. Ah Mann, Sam! Sam! Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt kommt die blöde Katze auch noch an. Ah! Ich muss den Sam erstmal weglotsen. Ah!
komme nicht mehr weg. Ja, klar, dass der blöde Silvester jetzt noch hier ankommt, das macht's nicht gerade einfacher. Ich kann ja nicht rüberspringen. Bugs Bunny hat's in den Kniescheiben, der kann nicht mehr hüpfen. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das ist grausig. Ich muss den ein bisschen hier hinlocken und... Ja, okay. Jetzt alles oder nichts. Ja, du lauf doch links, du Depp. Oh. Freunde. So. Hier liegen die ganzen Waffen. Toll. Sam, ich glaube, ich muss dich gleich mal töten. So. Okay. Ja, und das schon in Level 18. Also man ist hier sehr, sehr lange beschäftigt, bis man sich überhaupt mal durchschlagen kann bis Level 80. Level 19. Oh, wieder ein Röhrenlevel. Oh, hi Silvester. Hi Bugs Bunny. So, oh, oh nein, 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 oh nein. So, Freunde, ja, ich wollte schon mal gerade ins letzte Passwort, ja, ins letzte Level gehen mit dem Passwort XHO2. Leider gab es technische Probleme und ich glaube, die gibt's auch jetzt noch. Das Level zeigt ja nicht richtig an. Leider. Scheint habe ich hier eine kaputte Datei und ja, man sieht hier nur das hier. Ein wildes Puzzleteil. Vielleicht muss man auch das Level erstmal zusammenpuzzeln und kann es dann spielen. Wer weiß. Schade eigentlich, aber naja. Ich hätte es gerne noch gezeigt, aber viel kommt dann sowieso nicht mehr. Da steht dann nur noch Bugs Bunny und freut sich und dann steht dann, Congratulations, you are a good player. Das ist die einzige Belohnung für 80 Levels. Ist jetzt nicht so dolle. Und deswegen denke ich, wir haben genug gesehen. Ist ein ganz nettes Spiel, man hat lange Spaß dran, aber ein bisschen abwechslungsreicher hätte es sein können. So, du bist jetzt dran, mein Freund. Schöne Ostern euch noch und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.